Ich möchte auch heute mit euch zusammen zum Händler fahren, schauen, ob er für uns eine spannende Tier-5-Mission hat. Vorher schauen wir uns noch ein bisschen was an der Basis an und damit willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Ja, zuletzt war die Blutmondnacht. Und die Basis habe ich ein bisschen repariert. Ich habe auch Material gefarmt, habe vor allem Ölschiefer geholt, weil zuletzt hatte ich ja den Truck gebaut und dafür braucht es ein bisschen Benzin. Habe ich gebaut, habe ich hergestellt. Habe die Nacht noch ein bisschen genutzt, um zum Bauen und habe jetzt mal hier angefangen, ein Geländer zu bauen für die Dachterrasse, die ich ja vorhabe, hier hinzubauen. Es ist noch nicht allzu weit vorangeschritten. Ich habe hier oben hoch das Dach größtenteils oder ja einem fast komplett abgetragen. Hier drunter ist noch mein Schlafzimmer. Da muss ich schauen, was ich damit mache. Hier hinten habe ich mir ein kleines Dachfenster ins Bad reingebaut. Das können wir uns gerne von unten anschauen. Und am Wintergarten ist noch nicht allzu viel geworden. Auch das werde ich Stück für Stück angehen und dann auch Teile davon zusammenbauen. Achso, das Bad von innen. Ist wie gesagt mein Schlafzimmer. Das ist relativ hoch. Das hat auch so eine Kuppel hier dran. Und dadurch ist es schwierig da oben. Da hängt eine Spinnenwebe oder sowas. Jetzt hängt sie nicht mehr da. Und deshalb ist es schwierig, hier oben das Dach irgendwie schön zu gestalten, muss ich mir noch anschauen. Und hier ist, wie gesagt, mein Bad mit einem schönen Dachfenster. Da kann ich also den Himmel betrachten, während ich auf dem Scheißhaus sitze. Wie auch immer man das jetzt da betrachten will, das ist ja schön so. Gut, hier, wie gesagt, meine kleine Dachterrasse. Den Truck. Der passt tatsächlich in die Garage, habe ich reingefahren, habe geguckt, dass das passt. Der stößt nicht oben an. Eine wunderbare Sache. Haus mit Garage, Truck passt rein. Und ich finde auch die Farbe mit dem Gelb und das Verrostete hier passt super zusammen. Den habe ich gebraucht, um Material zu holen. Wie gesagt, Ölschiefer habe ich geholt. Habe mir dann auch schon hier noch mehr Benzin gebaut. Da kann ich eigentlich. Ja, die kannst du eigentlich gleich beide mitnehmen, würde ich sagen. Die steckst du in den Huch. Da ist kein Durchgang. Die stecken wir mal hier in den Truck rein. Da können wir uns dann, wenn wir es brauchen, zum Nachtanken das Benzin auspacken. Die Bergarbeitermaterialien, die Klamotten, die habe ich mir auch hier aufgehoben. Wenn ich Schiefern, ja, schürfen gehe, Erz schürfen oder Ölschiefer oder Kohle, was auch immer, ziehe ich das Zeug an. Das ist tatsächlich eine deutliche Verbesserung, macht deutlich mehr Spaß, damit geht schneller. Und wer im Inventar aufgepasst hat, der hat es auch gesehen. Ich habe mir was gebaut, nämlich die Drohne Stufe 6, Robotikdrohne Stufe 6. Ich habe mir auch noch ein paar Mods dazu gebaut. Ich würde sie rosa machen. Das ist eine Farbe, die ich gerade übrig habe und die auch relativ hell ist. Ich denke, wenn sie hell ist, sieht man sie besser im Spiel. Dann habe ich mir das Panzerplatten-Mod für mehr Haltbarkeit. Das Frachtmod, um mehr Frachtplätze zu bekommen. Steht da wie viele? Nein. Okay. Und das Medizin-Mod. Dann kann die mich tatsächlich heilen. Das heißt, wenn es irgendwie eine kritische Situation gibt, meine Gesundheit zu weit absinkt, hilft mir die Drohne, verpasst mir einen Verbandspack. Und dann wird man die in die Freiheit entlassen. Ja, wie kommt das sowieso zu uns? Da hoch. Startup Sequence activated. Könntest du jetzt mal aufhören, hier um mich Kreise zu drehen? Ich will dich sehen. Du willst immer hinter mich, oder was? Geh kaputt. Es ist da jetzt nicht dein Ernst. Kann man dich irgendwie steuern? Ruhiger Modus. Da hört sie auf zu reden. Alles klar. Wie viel Inventar passt denn hier rein? Drei Reihen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 mal 8 sind 16. Ne, andersrum, 24. Gut, Mathematik. Und da packe ich dann auch, jetzt bist du vor mir, das ist schön. So gehört sich das. Und dann kriegst du auch gleich Verbandspakete. Ich gebe dir auch gleich die großen, weil wenn es so kritisch wird, dass mir die Drohne helfen muss, dann ist es auch besser, wenn die großen Verbandspakete hat und mir gleich so eins verpasst. Gut, dann könnte ich natürlich hier noch ein paar Sachen auslagern, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, aber ich habe gerade gesehen, meine Güte, die Munition geht uns aus. Die Robotik, ach nee, habe ich ja auch hier noch eine ganze Kiste mit Panzerbrechern da. Dann nehme ich auch mal eine nur mit,
Kann ich in die Drohne packen? Kann ich mir auspacken, wenn wir es brauchen. Jo, Robotikgeschützturm habe ich. Waffen habe ich soweit. Ich habe die Desert Eagle, nee, die. Wie heißt sie? Die Desert Vulture habe ich rausgelegt. Die hebe ich mir für die Blutmondnacht auf. Die ist in der Praxis wahrscheinlich nicht so tauglich. Und auch das Scharfschützengewehr habe ich rausgelegt. Ich gehe jetzt mit der Machete natürlich. MP5 und M60, meine Hauptwaffen. Und die automatische Schrotflinte habe ich auch noch dabei. Die ist vorzugsweise dann für enge Räume, enge Bereiche. Ja. Dann kann ich mal gucken, dass ich mir noch ein bisschen was zu essen mitnehme. Ach so, warte mal, dann nimmst du mal zur Abwechslung sowas hier mit. Hast du sowieso erst zwei? Gut, Gemüseeintopf. Na, packen wir das in die Drohne, machen wir es so. Drohne, wo bist du? Einfach als Ersatz. Ich habe ja Wildbreteintopf dabei. Gut, geht los? Geht los. Ich habe das Brennstoffsparer-Mod aus dem Motorrad rausgebaut und hier in den Truck gebaut. Mit dem Motorrad bin ich jetzt nicht unterwegs und bei dem Truck kann ich es gebrauchen. Der fast 10.000 Einheiten Benzin. Und jetzt sind wir bei 98%, das heißt, der hat noch 9.800 Einheiten. Und ich werde versuchen, nicht allzu häufig den schnellen Modus hier mit der Shift-Taste zu benutzen, weil der auch dann entsprechend mehr Benzin verbraucht. Und ich glaube, das Biker-Set, was ich anhab, das hilft ja nur für das Motorrad, ne? Minimotorräder und Motorräder verbrauchen weniger Brennstoff, ja. Also da bringt mir das auch nichts. Gut, Tag 86. Nächster Blutmond ist noch ein bisschen hin. Ich versuche mal den Schraubenschlüssel zu verkaufen. Den will er nicht. Dann ist es so. Und dann gucken wir mal, was er für Aufgaben für uns hat. Eine Tier 5-Mission möchte ich gern mit euch zusammen machen. Und zwar eine echte. Das Game Corrections kennen wir schon. Und Vanity Tower. Was haben wir gemacht? Wir haben denn die Shong Tower zusammen gemacht. Ist das richtig? Keep your gun saddle oiled and your gun greased, and you'll do just fine. Hoffe ich zumindest, dass das so war, sonst habe ich jetzt eine Sache, die ich schon mal gemacht habe, nochmal angenommen. Ja, der Weg dorthin ist jetzt immer ein bisschen kompliziert. Ich muss mich ein bisschen auf breitere Straßen, auf breitere Wege konzentrieren. So. Natürlich kann man hier ein bisschen Querfeld einfahren, aber dann seht ihr schon, nie ganz so einfach. Gut, da wir jetzt nicht so weit fahren müssen. Oh, da ist der Zaun kaputt gegangen. Da kann ich auch den beschleunigten Modus nehmen. Da reicht der Sprit auf jeden Fall. Vielleicht machen wir auch irgendwann nach der nächsten Blutmondnacht mal eine längere Session im Schneegebiet, dass ich mal dahin fahre und dass wir dort ein paar Missionen zusammen machen. Weil mit dem Truck habe ich genug Kapazität. Da kann ich entsprechend viel mitnehmen. Muss auch nicht bei jedem bisschen Loot, was ich aufsammle, gleich wieder zurück zur Basis fahren. So, biegen wir mal hier ab. Mal gucken, ob wir hier irgendwie zu dem Startpunkt kommen über die Straße. Ja, gerade hier in den Städten ist es halt schwierig, dann mit dem großen Auto den Weg zu finden. Ja. Ne, das ist der, den wir schon zusammen. Autsch! Den wir schon zusammen gemacht haben, oder? Na, den machen wir jetzt nie nochmal zusammen, das ist ja Quatsch. Okay, Leute, passt auf, der Händler hat nichts weiter gehabt. Ich fahre einfach weiter zum nächsten Händler und wir sehen uns dort und ich hole dort eine richtige Mission. Diese breche ich ab. Das bringt ja sonst nichts. Neuer Händler, neues Glück. Ich bin da. Bin zu einem anderen Händler in der Wüste gefahren und ich habe meinen Truck ziemlich ruiniert. Ja, auch gleich mal reparieren. So. Der war schon bei 68%. Bin da halt an so ein paar Stellen hängen geblieben. Was passiert. So, hoffe ich mal, dass er für mich was Besseres hat. Ich verkaufe ihm erstmal den Schraubenschlüssel, der will ihn tatsächlich haben.
Und dann sag mal, hast du Aufgaben für mich? Tier 5? Vanity Tower. Nee, den haben wir gerade versucht. General Hospital, das könnte ich machen, das haben wir noch nicht zusammen gemacht. Dr. Karen Higashi Residenz, das ist auch eine schöne Mission. Oder US Army Post Nummer 7. Das sind alles schöne Sachen, allerdings ganz schön weit weg, Leute. Da fahre ich eine halbe Ewigkeit. Also an die erinnere ich mich, die war nie ganz schlecht. Das war eine schöne Mission. Aber auch das Hospital. Ich glaube, ich auch schon mal gemacht irgendwann. Ja, tut nichts zur Sache. Ihr wisst, was der Plan ist. Und ich fahre dahin, weil das braucht man nicht zusammen machen. Die Fahrtstrecke 6,2 Kilometer nach Norden. Wir schauen mal kurz zusammen auf die Karte. Das ist dann irgendwo im Schnee. Ach, Herr Jemine. Da hätte ich auch gleich ins Schneegebiet fahren können und dort den Auftrag annehmen. Oh, ich habe vergessen, was zu trinken mit so einzupacken. Na, dann ist es so. Gut, Leute. Dann heißt es für mich jetzt nochmal fleißig fahren. Bis gleich. Querfeldein durch den Hinterwald geht es. Oh, hier ist auch eine Kurve. Hi. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin gleich da. Und dann starten wir gemeinsam in die Mission. Oh, ich sehe gerade, hungrig ist er auch schon wieder. Das heißt, es wird dann gleich mal gegessen. Ja, ich bin ziemlich querfeldein gefahren, habe aber trotzdem ein ganzes Stück Straße nehmen müssen. Sonst wäre das alles nicht in akzeptabler Zeit handhabbar gewesen. Trotzdem ist es schon in-game relativ spät. Allerdings ist die Mission sowieso nicht an einem In-game-Tag zu schaffen und auch nicht in einer Folge. Von daher ist es alles unkritisch. So, Essen. Ja, ihr seht auch schon im Inventar, ich habe schon wieder ein bisschen was unterwegs looten müssen. Das lässt du mal fallen. Schneeball kannst du mitnehmen. Am laufigsten Samen, das würde sich in der Wüste sehr gut machen. Das sieht bestimmt schick aus. So, ich packe erstmal alles rein. Ich habe auch gemerkt, dass ich unbedingt in Zukunft wieder mehr Stoff mitnehmen muss. Ich habe sehr viel Klebeband gebraucht für die Drohne, war das, glaube ich. Und konnte ich mir herstellen, ist mir allerdings fast mein gesamter Stoffvorrat abhanden gekommen. So, Drohne, du bist aber wirklich ganz schön zickig, ne? Was kann ich denn machen, um dich von vorne, damit ich dir Befehle geben kann oder Inhalt? Da bist du, alles klar. Gut, geht los, oder? Die Waffen sind geladen. Die ist geladen. Die Schrotflinte. Oh, da ist noch Platz. 24 Schuss hat die, alles klar. Und dann geht's los. Ich habe Reparaturkits, Munition, was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Gut, los geht's. Wo geht's rein? Wahrscheinlich hier an den Türen. Das ist ein guter Hinweis vom Spiel, dass ich eine Vitamine nehme. Mach gleich mal das Licht an. Oh, kleiner Laderuckler und... Master, we are not alone. Schau ich mal. Okay, ein Verstrahlter ist schon mal dabei. Du bist auch sehr eilig unterwegs. Und den machen wir mit der Machete, den letzten. Bögen. Ja, gut. Ja, ich muss mal schauen, dass ich nicht zu kleinteilig loote, aber ich will auch nicht unbedingt großartig was übersehen, deshalb werde ich doch ein bisschen was durchgehen müssen. Ich muss auch mal gucken, wie viel ich dann Platz im Inventar habe. Gut, Samen nehme ich nicht mit, das ist Quatsch. Das sind die Wartestühle gewesen. Aber ich glaube, sehr viele Patienten kommen hier nicht mehr. Na gut, ich räume die bloß weg, dass sie mir nicht im Wege stehen. Und außerdem ist es leicht verdientes Holz. Ja. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Bist du von außerhalb?
Jemand, der nicht zur Mission gehört. Okay, hier geht's in den Keller runter. Der ist zu. Viel Lärm um nichts. Die ganzen Sachen abbauen, das schenke ich mir heute. Ne? Also man kann das alles zerlegen mit einem Schraubenschlüssel. Gibt es bestimmt auch ganz gut Material dafür. Wo bist du? I've got a bad feeling about this. Du hast deine Hand verloren. Wäre ein guter Zeitpunkt, ins Hospital zu gehen und dir die wieder annähen zu lassen, aber ich glaube, die Ärzte sind alle ausgeflogen. Komm rein, Drohne. Gut, ich hätte ein bisschen was ins Moped legen können, egal. Und dann ab in den Keller. Einer wird mir angezeigt. Oh ja, alles klar. Sehr schön, wie er da steht. Gut. Schick. Gucken wir, ob auf der Damentoilette sich auch noch einer versteckt. Oder jemand seine Handtasche liegen gelassen hat, wer weiß. Automat, was hast du? Säfte, Kaffee. Gut. Auch die Tür ist zu, die ist auch. Sie ist nicht zu, okay. Geh trotzdem erstmal ringsrum. Wir wollen ja nichts verkommen lassen, ne, das nimmst du nicht mit. So, ach so, dann nimm mal eine richtige Waffe. Könnte mehr Arbeit geben. Ja, das bringt auch. Ah, Tierfett ist hier drin. Das ist natürlich auch gut. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Da muss ich doch ein paar zerlegen. Aber dann lasse ich das natürlich hier. Das zerlege ich, das lasse ich hier. Ja, weil Tiernitrat kann ich auch hier lassen. Weil Tierfett kann ich gebrauchen. Das brauche ich zum Beispiel für die Wildbretteintöpfe. Jetzt ist die Frage, rechts oder links, wo geht's weiter? Geht's hier nach oben? Oder geht's hier noch weiter? Hier geht's dann weiter, alles klar. Eieiei. Das scheint eine größere Mission zu sein. Kannst du gleich liegen lassen. Das lässt du hier. Weiter geht's. Er hat auch eine Lampe. Lampe zeigt eigentlich immer, hier geht's weiter. So, jetzt passen wir auch hier leichter durch. Die Waschmaschine kannst du nie looten, aber du könntest die Dinger hier looten. Gibt es nämlich Stoff. Okay. Tja. Da muss ich doch nochmal zurück, erstmal dort. Aha. Gucken, warum dort eine Lampe ist. Vielleicht gibt es hier bloß Loot. Jetzt hängst du fest.
Ja, warte mal. Das haben wir gleich. Hoffe ich zumindest, dass sich das gleich wieder gibt hier. Ja, perfekt. Jetzt kommst du da natürlich nicht mehr hoch. Guck mal, da oben geht's weiter. So gut, kann ich stehen lassen. Incoming enemies, prepare for conflict. Danke für den Hinweis, das nehme ich natürlich nie mit. Wo sind sie denn durchgekommen? Naja, die werden sich schon melden, wenn sie da sind. Da geht's weiter. Ach, Blei kannst du eigentlich auch dir alles organisieren. Ölschiefer auch, brauche ich eigentlich alles nie von hier mitschleppen. Naja. Weil ich das ja jederzeit irgendwo in der Mine abbauen kann. Und da ist es natürlich deutlich effektiver, weil ich dann... Das kannst du auch hier lassen. Das auch. Ist es deutlich effektiver, weil ich dann natürlich gleich die Stacks voll mache. Ja, das kannst du alles mitnehmen. Das auch. Ah, wir haben die Kuriertasche. Sehr gut. Antibiotikum ist auch immer hilfreich. Die Sachen kannst du zwar verkaufen, aber erhöhten Fernkampfschaden. Naja. Wie lange? 6 Minuten? Dann trink. Ja, das haben meine Sensoren auch schon lange. Interessant, was machen die hier? Zugucken, wie jemand obduziert wird? Okay. Na, die Stühle, die hier gerade standen. Keiner da. Das scheinen schon wieder ein paar mehr zu sein, oder? Erstmal alles zumachen, dann kann ich mir ins Ohr überlegen, wie ich es dabei noch angehe. Oh, da ist ein Verstrahlter. Lass uns das mal wie folgt machen. Das wegräumen. Kunststoff, aber ich gar nicht, da habe ich glaube ich genug, die brauche ich auch nicht mitnehmen. Na mal schauen. Den Rest kannst du alleine. Ach, dort zum Tor wollen sie rein. Ganz schön viel Lärm um nichts, aber irgendwo lebt noch jemand.
Da kann ich tatsächlich mal kurz zum Auto gehen. Obwohl, die Drohne haben wir ja auch noch, wenn sie sich von mir bedienen lässt. Ja, hätte ich gewusst, dass ich jetzt zwischendurch noch mal ganz gut rauskomme, hätte ich natürlich durchaus das eine oder andere noch mitnehmen können, aber es ist jetzt egal. Master, we are not alone. Aha. Ja, hast du dir den Weg gebahnt. Hier sind wir doch bestimmt lang gekommen hier drinnen. Da steht auch noch jemand rum. Könnte ich sogar herunterfahren, mache ich natürlich nie. Ich fahre bloß näher ran. Gut, einmal umladen. Das behältst du am Mann. Das kannst du der Drohne sogar geben. Das musst du behalten, das kannst du nie verschieben. Und die Munition brauchst du nie. Ach gut, mach's so. Weiter geht's. So, nächste Tür. Oh, einzelne Tablette. Läufst du einmal im Kreis um den Generator. Hast du sehr gut gemacht. Und Dursttaste, habe ich gesehen. Kann ich natürlich auch gleich was essen, weil da ist auch Wasser drin in so einem Eintopf. Gut, musst du mal schauen, was du jetzt wirklich von dem Zeug alles mitnimmst und was du brauchst. Stoff, hatte ich gesagt, will ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen mitnehmen immer. Da gibt es Nahrung. Na gut, viel haben sie nicht mehr im Vorrat. Oh, schau einer an. Maismehl lasse ich. Ein Penner-Eintopf und ein Käffchen. Könnte natürlich auch das... Ne, falsche Waffe. Das schmutzige Wasser trinken. Aber dann kann ich Durchfall bekommen und das ist nicht so gut. Das esse ich auch. Und was bringt der? Der bringt vor allem auch Kältewiderstand. Das ist eigentlich ein gutes Getränk hier in der, im Schneegebiet. Wobei, wenn die Drohne schon mal hier so rumoxidiert, dann kann ich ihr auch gleich das mitgeben. Und das. Gut, weiter geht's. Oh. Ach, von dort kommen sie auch nicht schlecht. Guckt euch mal wieder die ganzen roten Punkte an.
Die Missionen sind doch komplett verbuggt. Ähnliches Phänomen wie in der Grove High. Es werden viel zu viele getriggert, aus irgendwelchem Grund. In dem Fall haben wir noch das Glück, dass sie gerade sich nicht bewegen, also nicht auf mich drauf zukommen. Aber das kann nicht. Das kann doch nicht der Sinn und Zweck sein. Achso, die Waffe reparieren. Die Frage ist, wo sind die jetzt und finden die irgendwann den Weg zu mir? Schaut euch das mal an, wie viele das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Punkte zähle ich. Und draußen scheinen auch schon wieder irgendwo welche zu sein. Ja, die Stühle, gut. Ich wollte gerade sagen, die wirst du nie mitnehmen können, weil die... It is a pleasure to serve. Ja, ja, mach mal. Die räume ich mal einfach weg, dass ich hier Bewegungsfreiheit habe. Die Tür ist zu, alles klar. Das ist schön. Nahrung ist immer was Gutes. Das ist reparaturbedürftig. Und geh mal weg. Die sind oben oder unten? Ich nehme an, eher oben. Keine Ahnung, von wo die von draußen dann reinkommen. Na gut. Ah ja. Alles klar, da ist noch nie durch. Möglicherweise Panzerglas. Machen wir so. Das ist ein anderes Treppenhaus. Ja, wir sind da durch eins reingekommen und runtergegangen. Die roten Punkte bewegen sich noch nicht. Gut, das heißt, die sind tatsächlich oben irgendwo. Dann stelle ich mir den Geschützturm mal an die nächste Stelle. Jetzt ist Nacht. Ne, wo konnte ich denn gerade rausgucken? Ich war da gerade an irgendeiner Stelle, wo ich... Master, we are not alone. Nee. Ich bin verwirrt. Na gut, passt auf. Wir machen einfach Stück für Stück weiter.
das war jetzt ein bisschen schlecht. Jetzt haben wir zwar die Zombies getötet, die nicht zur Mission gehören, aber die, die zur Mission gehören. Ohne, geh mal weg dort, sehr gut. Wo sind denn jetzt die anderen? Ja, schon klar. Mach mal die Tür zu hier, die stört nur. Gut, das ist mein Rückfallplan, ich renne dort zurück. Ah, hier. Jetzt sind erstmal die ganzen roten Punkte weg, das ist schon mal gut. Weiter geht's. Mhm. Der schlich noch zwischen den Leichen hin und her. Hier ist was los, Halleluja. Gut, okay, passt auf. Ich habe ja schon gesagt, das passt nie alles in eine Folge. Deshalb würde ich sagen, an dieser Stelle unterbreche ich. Für mich geht es nahtlos weiter, für euch morgen in der nächsten Folge. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.